Ja, hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Aufnahmesession. Ja, und es geht munter weiter bei Vikings Wolves of Midgard. Mittlerweile schon, ja, ich weiß nicht, wie viele Parts schon sind, aber ich glaube, die Sache spitzt sich jetzt ordentlich zu und ich glaube, es geht jetzt wirklich nicht mehr sehr lange. Zumindest habe ich das Gefühl, aber ich habe mich bis jetzt noch nicht gespoilert. Ich habe noch immer nicht nachgeschaut, nicht einmal irgendwo in irgendeiner Lösung oder irgendwas, wo ich sehen würde, wie viele Kapitel es da gibt, beziehungsweise wie viele Missionen und so weiter und so fort. Das werden wir eh alles sehen, folgedessen. Werden wir jetzt gleich mal da reingehen, denn da erwartet uns die nächste Mission. Im letzten Part haben wir uns ja aufgerüstet, will ich ja beinahe fast schon sagen, ordentlichst aufgerüstet, denn wir haben mittlerweile ja, glaube ich, schon sogar zwei von unseren Artefakten an. Unter anderem Mjölnir, das ist Thors Hammer, ne? Ich glaube, Thors Hammer ist das. Und zum anderen Priven, ein Artefakt, ein schwerer Schild. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Gott den geführt hat. Oder hat einen Gott geführt, ich glaube, oder war es irgendein Held? Keine Ahnung. Ich kenne mich ein bisschen aus, aber so gut kenne ich mich dann auch wieder nicht aus in der nordischen Mythologie. Wir haben, glaube ich, im letzten Part eh alles gemacht. Das sieht mir auch so aus, wie wenn alles schon ziemlich verkauft wäre, was nicht mehr gebraucht wird. Und ja, folgedessen, das wird schon passen alles. Denn ich habe jetzt über ein paar Tage nicht gespielt. Dadurch, ja, weiß ich jetzt nicht mehr alles ganz genau. Okay, wir starten mal rein. Und was haben wir da? Bündnis in Flammen nennt sich die nächste Mission. Standpunkt Balheim. Man sagt, Surt, der Feuerriese, könne im Kampf nicht besiegt werden und werde die Welt bei Ragnaröks Ankunft in Flammen setzen. Simul strebte ein Bündnis mit ihm an, aber es scheint, als habe er es ausgeschlagen. Grimnir sucht ohne Zweifel seine Vormachtstellung durch die Unterstützung der Feuerriesen zu sichern. Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass dieses Bündnis geschlossen wird. Doch Balheim ist nicht grundlos als das Land des Feuers bekannt und berüchtigt. Hitze erwartet dich, wahrlich große Hitze. Okay, na dann werden wir wahrscheinlich wieder schauen, dass wir irgendwelchen Umgebungsschaden da wieder dem entgegenwirken können, indem wir vielleicht wieder das ein oder andere Item anlegen bzw. ausrüsten. Die Prophezeiung, die besagte, dass Surt im Kampfe unbezwingbar sei, ermutigte die Feuerriesen dazu, sich anzueignen, was mancherlei Volk im Süden vielleicht Zivilisation nennen würde. Während Simuls Annäherungsversuche vom Anführer der Feuerriesen verschmäht blieben, war Grimnir umso mehr darauf bedacht, dass sein eigener Abgesandter sich ihre Loyalität sichert. Obwohl die Chancen dafür schlecht standen, dass die Ulfung diesem Bündnis in die Quere kämen, war es den Versuch wert. Wie auch immer sich das politische Gefüge entwickelt, die vielgerühmten Lavaschmieden Balheims sind ein Preis, den jeder Sterbliche gern für sich beanspruchen würde. Ja, auch wieder viel Text. Aber interessant, wie gesagt, die Geschichte, ja. Ich meine, es ist jetzt nicht so extrem kompliziert, aber wie gesagt, am Schluss müssen wir schauen, glaube ich, dass wir diesen Grimnir da irgendwie besiegen werden. Es wird sicher der Endboss dann sein. Und ja, über Umwegen halt werden wir dann zu ihm gelangen. Okay, mein Controller vibriert die ganze Zeit. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist wahrscheinlich wegen da. Ich glaube, das ist wegen der Gegend hier. Okay, triff Surt Stellvertreter. Okay, dann schauen wir mal. Ja, kann man nicht viel sagen hier von der Map. Kann man das zerstören? Ja, kann man. Und jetzt muss ich überhaupt mal schauen. Ja, genau. Bin ich da safe, will ich ja beinahe schon sagen. Safe? Bin ich da safe? Denn ich will jetzt mal schauen. Von meinem Ring habe ich hier aus Viages natürlich an. Ich schau mal. Wenn ich den Ring der Nibelungen brauche, wenn es wirklich zu schnell dann mit den Widrigkeiten nach oben geht, auf der Leiste, dann setze ich mir den an, weil dann hätte ich noch einmal Resistenzen 25 dazu, eben mit diesem tollen Ring. Aber momentan ist mir Sivakris wichtiger wegen einem Blutbonus. Allerdings habe ich den überhaupt noch? Mittlerweile auch nicht mehr, okay. Das habe ich in der Vergangenheit schon abgelegt, denn da hatte der Odins Robe, glaube ich, genau auch noch so eine extrem coole Resistenz gegen Widrigkeiten gehabt, nämlich 35. Aber da habe ich jetzt angezogen. Okay, da habe ich die jetzt an.
Ja, meine Vergangenheitsperson wird schon gewusst haben, was sie macht. Darum, ja, lass mal das so, wird schon. Wie gesagt, habe ich aber hier auch, habe ich gar keine Resistenzen gegen Widrigkeiten. Wir schauen einfach einmal, inwieweit sich hier diese Leiste nach oben bewegt. Aber ich habe da noch eins noch ganz kurz, Entschuldigung, ich muss da noch ganz kurz schauen, war dann halt hier auch noch beim Gürtel der Wächter sowas dabei? Ja, genau, hier war es eh auch. Den habe ich ja auch extra da angezogen, wegen Resistenz gegen Widrigkeiten 25. Genau, den hatte ich vorher auch nicht, dafür habe ich den jetzt hier an. Und wie gesagt, den Ring des Nibelungen könnte ich ja jederzeit auch anziehen. Schauen wir mal. Jo, gut, aber jetzt geht's wirklich los. Wir brauchen, ich muss mal schauen hier, Troll-Totems auf jeden Fall 10 Stück. Eins haben wir. Feuerriesen müssen wir 20 besiegen sogar. Wow, Wahnsinn. Und dann noch eiserne Schädel natürlich, die dürfen ja nicht fehlen. Die fehlen ja nie. Gut, dann schauen wir mal, was uns da erwarten tut. Was sind das für komische Symbole hier? Das hat das irgendeine Bedeutung schon? Ich habe keine Ahnung. Naja. Gut, dann. Oh, das dürfte schon einer sein. Na super, nicht getroffen, ne? Hallo? Bist du? Hallo? Bist du eingefroren, oder? Schaut aus, wie wenn der eingefroren wäre. Ist das ein Fehler im Spiel, oder? Den sollte man ja normalerweise, oder? Trigger ich da erst was? Moment. Na, wie es aussieht, aber nicht. Hä? Die stehen ja alle so rum. Na, das kann es aber dann nicht sein, oder? Das kann es aber dann, glaube ich, nicht sein, oder? Kann das sein, dass das ein Fehler im Spiel ist? Da geht es weiter. Ich mache mal die Kiste. Aber das... Schon wieder eiserner Schädel? Also schon wieder ein eiserner Schädel. So rum. Nein, ich glaube, wisst ihr was, ich gehe nochmal raus. Huh? Vielleicht ist es wirklich ein Fehler im Spiel, weil das kann ja nicht normal sein, oder? Ich gehe nochmal raus. Das kann ich ja, glaube ich. Moment, ich probiere was. Genau, zurück zum Dorf. Wir probieren die Mission noch einmal von vorne. Wir sind ja eh erst am Anfang. Ich hoffe, dass das nur ein Fehler jetzt war. Denn sonst wäre es schade, weil ich glaube, das sind ja die Feuer, die brauche ich ja. Man brauchen. Sicher wäre es einfach, weil dann müsste ich die nicht töten, aber dann würde ich auch die Nebenaufgabe nicht machen können. Wir probieren es noch einmal. Jetzt lese ich es natürlich nicht mehr vor. Und wir schauen noch einmal. Das können wir auch gleich überspringen. Ihr Geplaudere da. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. So, das überspringen wir gleich. Ja. Okay, jetzt schauen wir noch einmal, okay. So. Viel war ja eh noch nicht. Da haben wir ein Troll-Totem gehabt. Und dann da oben war eh schon. So, jetzt schauen wir. Da geht's eh rauf, ja genau. Da war das. Die steht immer noch da. Hä? Ist das... Oder muss man da erst vielleicht was... Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Aber auf der anderen Seite kann man auch nicht vorstellen, dass es ein Fehler ist. Die Symbole, da haben die ja Bedeutung. Das schaut mir irgendwie so... Naja, wir werden sehen. Okay, egal. Schauen wir einfach einmal weiter, wenn nicht, dann... Im schlimmsten Fall kann man da Feuerriese hoffentlich... Die sind so richtig eingefroren, ne? Der auch. Schade. Außer ich muss dann noch einmal zurück und die werden dann erst alle wach, aber das Kaltstiefel und der eiserne Schädel, wie gesagt, das wissen wir ja bereits und ab jetzt ist Neuland. Dann schauen wir da mal rauf. Okay, naja, egal, ne? Keine Ahnung, was da los ist. So, was ist jetzt? Der auch. Also irgendwas stimmt da nicht. Naja. Vielleicht muss ich dann den Weg noch einmal zurückgehen oder so. Und dann leben sie, also leben sie, dann sind sie aktiv. Das ist dann auch schon ein bisschen komisch. Das sind, jetzt vielleicht, oder? Hä? Na. Na, das ist ein Fehler, oder?
Da ist ein Fehler im Spiel, oder? Das sind die ganzen Feuerriesen, ne? Dass die nur alle so rumstehen. Oder bin ich in Dornröschen oder was? Ist der ein 100-jähriger Schlaf? Sind die alle in einen 100-jährigen Schlaf verfallen? Also das ist äußerst komisch. Das ist äußerst komisch jetzt. Ups, sorry. Hat da nichts. Wenn ihr bereit seid, Winsling. Was? Seid ihr Sword der Feuerriese? Ich bin sein Wächter. Unser Anführer gewährt Leuten wie euch keine Audienz. Grimnir ist eine schlechte Partie. Schließt ihr euch ihm an, wird er uns alle zerstören. Wieso maßt du dich an, in dieser Angelegenheit zu urteilen? Jo, ich bin der Häuptling der Ulfung. Oder ich bin jene, die Grimnir schlagen wird. Oder ich bin eine vertrauenswürdige Verbündete. Jo, ich könnte ja gar nicht. Man, das oder das würde am Ehren passen. Ich bin jene, die Grimnir schlagen, und das ist ja definitiv so. Also das will ich ja. Und das ist auch nicht falsch, ne? Aber in erster Linie bin ich der Häuptling der Ulfung. Ja, und es ist meine Pflicht, ja. Ich bin der Häuptling der Ulfung und ich habe Grimnirs Hinterlist selbst erlebt. Euer Clan spielt hier keine Rolle und ihr seid zu spät. Das Bündnis mit Grimnir wurde schon besiegelt. Oh. Wachen, Wachen! Inhaftiert diesen Wurm oder erschlagt ihn, wenn er sich widersetzt. Endlich ein Ende der Politik. Jetzt kann's losgehen. Ja, sie darf wieder kämpfen. Hoffentlich. Hoffentlich kann sie kämpfen. Ja, jetzt bewegen sie sich endlich. Oh, ja, super, jetzt alle auf einmal, ne? Das ist doch aber, oder? Na, oder will das Spiel das dann wirklich vielleicht so? Jetzt bin ich aber dann gespannt, aber das wäre natürlich schon fies, ne? Okay, machen wir jetzt zu Beginn jetzt. Aber das mit Thor Sam ist halt super, weil ich auf Distanz kämpfen kann. Das ist halt wirklich Wahnsinn. Also mein normaler Schlag kann ich auf Distanz verwenden. Das ist das Beste, was mir passieren kann, ne? Wow. Das ist super. Okay, meine Widrigkeitenleiste baut sich langsam auf. Nein, ich höre nicht auf. So ist das eh so eine Heilungsdingsbums da, wie es aussieht. Ja, ist sie. Ja, ich mache hier eigentlich mal auf Abstand ein bisschen mehr. Ja, ich könnte da mal ein bisschen Gas geben auch. So, wieder mal kurz auf Abstand. Also ich bin schon mittlerweile sehr stark hier. Jötuns Ruin. Silbermedaille erhalten. Silbertrophäe erhalten. Jötuns Ruin, okay. Gut, ich schaue, ob ich von hinten irgendwie rankomme, da ist besser. Oh, da geht noch mehr. Okay, passt, super, Aufgabe aktualisiert. Durchsuche Balheim nach was? Zornbereit. Durchsuche Balheim nach besserem Schmiedewerkzeugen, okay. Gut, ja, das wissen wir, dass wir das machen müssen. So, jetzt schaue ich aber noch einmal hier, denn da war ja zum einen einmal genau ein Trolltotem. Und zum anderen geht's ja jetzt zu. Ja, jetzt lebt. Jetzt geht's. Also entweder haben die noch nicht kämpfen dürfen, weil ich noch nicht mit ihren Häuptling gesprochen habe. Das kann natürlich auch sein. Die haben einfach die Kampffreigabe noch nicht erhalten. Oder ich weiß es auch nicht. Jedenfalls jetzt sehen sie die Feuerriesen, weil wäre schade, wenn ich die Nebenaufgabe nicht machen könnte sonst. Okay, dann haben wir Glück gehabt noch einmal. Momentan hat es jetzt wirklich so ausgeschaut, wie wenn der Spieler bisher einen Fehler hätte. Aber anscheinend doch nicht, dann war das so alles geplant. Elite, okay, darum. Elite-Feuerriese, 28 Jahre alt. Ja, genau, und jetzt habe ich kurz Zeit von hinten gesagt, jetzt könnte ich so auch noch einmal und so auch noch einmal und so auch noch einmal. Genau, Skaltstiefel bekomme ich. Gut, dann jo. Eine Viertelstunde haben wir. Gut, da können wir ja noch. So, jetzt schaue ich aber noch ganz zurück, denn da war da nicht noch einer. War da nicht noch einer? Ups. Da muss ich. Sicher war da noch einer, oder? Ja, ich wusste es doch. Ist aber jetzt ein normaler, unter Anführungszeichen. Ja, aber man sieht es hier. Wow.
Okay. Und nebenbei geben sie auch ordentlich Gold. So, jetzt gleich den ganzen Weg dann noch einmal. Also was ist mit diesen Runen hier? Also diese Symbole, das hat doch sicher auch irgendeine Bedeutung, oder? So, da, wie viel ich da eigentlich da nicht gemacht hätte, wäre ich weitergegangen, ne? Aber jetzt gehen wir quasi noch einmal bis zum Anfang des Levels zurück. So, habe ich da sonst, habe ich aber eh alles, genau, die Kisten. Gold, was? Gold berendert, was? So, Mama, da war da noch einer. Ich muss es hier rausschaffen. Ja. So, wir haben jetzt eh schon wieder hier, ja, okay. Ich glaube, jetzt haben wir mal alle 7 waren es bis dahin schon. Wahnsinn, okay. Na gut. So, und jetzt quasi beginnt das Spiel von neu. So. Okay, dann. Da haben wir alles. Die Kiste haben wir auch aufgemacht. Und da war die eine Jötunstatue, glaube ich, die haben wir eh. Jötunstatue, sage ich. Trolltotem, so rum. Genau, hier war der Speicherpunkt und ab jetzt sind wir, glaube ich, in dem Bereich, genau wo der eine Kampf war. Wo sie zum Leben erweckt wurden, mehr oder weniger. Ein bisschen breitflächiger hier alles. Da ist schon wieder sowas. Da ist schon wieder ein Symbol. Aber das ist jetzt ein anderes, oder? Naja, egal. Vielleicht brauchen wir das dann für später oder auch nicht. Oder vielleicht ist das nur so zufällig. So, dann haben wir hier wieder einen Kontrollpunkt. Da ist der nächste. Ja, jetzt kann man zumindest ganz normal gegen sie kämpfen. Au. Wahnsinn, also Mensch, das ist doch wirklich ein Wahnsinn. Der Schaden von mir jetzt, ne? Pah, das ist ein Wahnsinn, ne? Also da macht Spielen Spaß. Und was halt bei dem normalen X-Angriff jetzt so cool ist, dass selbst der auf Distanz geht. Also ich kann mich immer ein bisschen mehr auf Abstand halten, auf Sicherheit. So mit meinen Aufladungen natürlich auch ein Wahnsinn. Wieso habe ich das jetzt gemacht? So unnötig. Okay, naja, ist egal, ne? Okay, dann geht's weiter hier. Jo, puh. Da mal. Und dann geht's eh nur da nach vor. Junge Feuertrolle, okay. Und der nächste Feuerriese. Wir haben bald die Hälfte. So, wieder einer erledigt. So, ich schaue nebenbei hier auch noch immer wegen diesen Troll-Totems, weil ich übersehe die gern mal. Aber da war eh, glaube ich, auch nichts mehr. Warte, da möchte ich nicht runterfallen, ne? Das wäre es gewesen dann mit mir. Okay, dann geht's hier weiter. Könnte ich ja mal das aktivieren. 20 mehr Schaden, 20% mehr, naja. So, wow, da geht's ordentlich zur Sache. Ja, du hängst ein bisschen, gell? Dein Fehler, dein Problem. Feuertroll 26 Jahre. Wie heißt du eigentlich? Feuertroll 26 Jahre. Ah, danke. Okay. So, dann hier mal wieder die Widrigkeiten beseitigen. Moment, ich muss mich ein bisschen kurz besser platzieren wieder. So, Moment. Oh, so, oh, gut, ah, dann. Da hier unten was? Auch nicht wirklich. So, wo gehen wir jetzt hin? Wo gehen wir jetzt hin? Da gibt es jetzt wieder zwei Möglichkeiten, entweder darauf oder darüber. Soll ich mal darüber gehen? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal darauf zuerst, oder? Oder? Schauen wir mal da. Schauen wir mal da ums Eck, egal. Ah, da ist eher Sackgassenbereich mehr, okay. Ah, Wahnsinn, mein Hammer. Thors Hammer. Wow, Mjölnir. Eiserner Schädel, Gürtel des Durchschlags, wollte ich sagen. Und ein Trolltotem. So,
So, da haben wir auch jetzt schon 4 von 10. Gut, dann war hier eh dann eine Sackgasse. Soll ich da jetzt... wo soll ich jetzt hingehen? Soll ich da jetzt weitergehen oder... Ich weiß schon wieder nicht. Oder mal... Ich schau mal da einfach weiter. Vielleicht komme ich da eh dann zurück, weil dann kann ich eh retour wieder gehen. Vielleicht kann ich da eh so einen Kreis gehen. Eine Runde. Eine kreisige Runde. So, Blutopfer. Könnte ich auch schon wieder. Könnte ich schon wieder, machen wir gleich. Dafür auf was warten, ne? So, Gesundheit haben wir gesagt, gehen wir. Kann ja nicht schaden. Genau. Und 2 Gabenpunkte bekommen wir auch, das machen wir allerdings dann im Hub später. So, dann sind wir schon Level 24. Okay, das läuft. Das läuft. So, da gibt es auch wieder ordentlich was. Dann können wir uns einmal... Ist meine Widrigkeit überhaupt nicht mehr hoch? Okay. Okay, na gut, sind wir froh. So, dann hier geht's auch... Ich schau mal, ob ich da vorne dann wieder verkehrt zurückgehen kann. Dann könnte ich hier gleich einmal... Ich schau mal. Schau mal nach vor. Der Schadensabbau von mir mittlerweile, der ist schon ordentlichst mittlerweile. Ordentlichst. So, dann hier. Also, da steht so einer. Ein alleine. Ein Totemchen. Ein Totemchen so ganz allein. So, dann hier haben wir. Da, ich wusste es. Das habe ich schon lange keine mehr gesehen, ne? Das ist Nummer 11 dann, ne? Wow, war wieder ein Crit-Treffer dabei. Das hat man gleich gemerkt. Ist das irgendwie komme ich mir schon ziemlich stark vor. Okay, da geht es jetzt eh zurück. Moment, jetzt muss ich mal schauen. Da kann man jetzt hier so zurückgehen. Soll ich da mal werde mal machen, oder? Weil da wird es dann normal wieder raufgehen. Ja, genau, aber dann mache ich den Weg einmal da. Machen wir das einmal so. Da ist schon wieder einer. So. Da liegt überall Blut, das nehmen wir sich schon noch mit. Gut, hätte man sich da nachholen können, aber egal. So, Hündchen. Fire Dog. The Fire Dog's burning down the house. Okay. Manieriten Zweihänder, okay, auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, das sind alles so gewöhnliche Gegenstände, die zieht man ja fast nicht mehr an, weil man eben, wenn man sowas gewohnt, dann ist schön mit so Artefakten oder so legendären Gegenständen zu arbeiten oder die dann nutzt. Da will man sowas nicht einmal mehr anziehen. So, wo bin ich jetzt wieder? Okay, oh Gott. Okay, kann man den Weg wieder zurückgehen. Dann gehe ich zuerst einmal hier und dann gehe ich da noch runter. Denn dann haben wir mal hier die Verbindung wieder hergestellt. Jawohl, das war's mit ihm. Noch 8. Ja, das geht relativ. Ist das schon wieder ein neues? Achso, da geht's, da ist aber immer runter. Da ist ja schon wieder so ein Symbol. Da vorne ist ein, muss ich schnell hin jetzt? Na, bisher habe ich noch Zeit. Meine Widrigkeiten steigen nämlich. So, das ist da vorne, okay. Ja, das geht sich trotzdem noch aus. Lass mich nur vorbei. Das soll sich ausgehen, obwohl, spielen darf ich mir nicht lang, blöd. Ja, lass mir nicht vorbei, ne? Und wie schnell er sich umdreht, ne? Wieder Blitz! So, jetzt wird es dann wirklich Zeit. Jetzt will ich es wissen, ne? So, sonst ist da eh nichts, glaube ich. So, jetzt schnell darauf. So, jetzt sind wir da eigentlich eh wieder, jetzt sind wir ganze Runde gegangen. So, und schnell heilen. Ja, das tut gut. So, jetzt geht die Leiste wieder runter. So, wir haben 25 Minuten. Jetzt könnte man, ich schaue da noch da, nach unten in diese Nische rein, wo wir vorher noch nicht waren. So, bin ich da richtig? Ja.
So waren wir da. Und dann haben wir hier das ganze Grätzerl einmal fertig. Wenn mir nicht alles täuscht. Ja, genau. Da gehen wir jetzt runter noch. Genau, wie gesagt, da ist schon wieder was Neues. Okay. Und der nächste Feuerriese. Ja, der geht besser. Ich glaube, das war vorhin stärkerer. So, sind da irgendwo Trolltotems? Nein. Was? Neue Gegner? Was? Scheuerndes Amulett? Okay. Was ist da? Sind das jetzt vielleicht sogar diese Symbole? Drei habe ich ja schon gesehen, ne? Ich hätte mir sogar gemerkt. Aber ich weiß nicht, muss man die vielleicht sogar in der richtigen Reihenfolge? Dann könnte ich es gleich lösen, ne? Weil wenn eh nur mehr eines ist. Ich probiere gleich was. Ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren. Wäre zu schön, um wahr zu sein, aber... Kann ich da... Ah, vielleicht kann ich... Ich probiere jetzt was. Das erste habe ich mal gemerkt, das hat ausgesehen so wie ein A. Also, war das dann... War das das hier? Ich glaube, das war das erste, was ich gesehen habe. Das war das. Ach so, ah, ich muss drehen, wie es ausschaut. Genau, so hat es ausgeschaut, wie ein A. Ah, dann habe ich mir es doch nicht... So genau habe ich mir es dann doch nicht gemerkt. Aber ich glaube, das hat ausgeschaut wie ein A, dann kann es eigentlich so eher eigentlich nur sein. Das zweite war auf jeden Fall, das hat ausgeschaut wie ein Männchen, aber nur wie ist das gestanden? War das so? Ich glaube, die Beine unten, ja natürlich, sonst geht es ja schlecht. Ja genau, aber das waren die Hände seitlich, ja genau. Und das dritte, das war dann eh das, aber da schaue ich nochmal nach, wie das war eh gleich da vorne. Ja genau, also wie ein V. Wo der Spitz nach rechts zeigt, okay. Der vielleicht geht das wirklich so. Allerdings das letzte brauche ich dann eigentlich nur mehr in alle Richtungen drehen. Vielleicht kann ich das jetzt schon lösen. Ja, ich habe, okay, dann steht das sogar richtig. Okay, na schau, na gut, das war dann gar nicht so. Ich habe es doch gedacht, das sieht doch für irgendwas gut, oder? Diese Runen da. Gut, dann können wir daher. Wisst ihr was? Oh, eine Kiste, bitte sagt, dass da was Tolles drinnen ist. Abgetragen. Ein Ring, oh, Ring des Entzauberns, okay, wow, okay, na cool. Schauen wir aber auch dann später erst, was der kann. Einen Ring gefunden, das freut, das gefällt. So, dann einmal bitte hier wieder, Dankeschön. Und jetzt schauen wir dann hier nach oben weiter. Da ist eh ziemlich linear, da nach unten haben wir eh jetzt die Verbindung hergestellt. Ich glaube, darüber müssen wir eh nicht mehr, da haben wir alles. Da oben haben wir auch alles, können wir eigentlich da weiter. Ja, bis jetzt läuft es halbwegs. Bis jetzt läuft es halbwegs. Da haben wir haben jetzt drei tolle Aufladungen, ne? Mit unserem, wie heißt es, muss ich nochmal ganz schnell schauen. Iris Gnade, Iris Gnade ist das, ein legendärer Gegenstand. Haben wir alles das letzte Mal gefunden. So, da, ja, da sind wir ja eh gekommen. Was gehe ich da schon wieder zurück eigentlich? Okay, da geht's rauf. So, jetzt aber, ne? Gut, Kontrollpunkt erreicht. Wir brauchen noch 6 Feuerriesen und 3 Totems. Und wir haben 28 Minuten. Aber ich werde hier den Part, glaube ich, einmal beenden. Das ist ein guter Zeitpunkt, glaube ich, oder? Das werde ich jetzt machen. Ja, ich glaube, das werde ich da jetzt gleich machen. Machen wir es so. Und schauen wir dann weiter. Stückerl haben wir ja noch. Und dann teilen wir diese Mission, ich hoffe, auf 2 Parts auf. Und sage ja. Fürs erste Mal herzlichen Dank wieder. Ein bisschen was ist wieder geschehen. Ein bisschen Fortschritt haben wir, ein Progress. Und dann, ja, würde es mich freuen, das nächste Mal, wenn es wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Vikings, Wolves. Wolves, wollte ich sagen. Wolves, nicht Wolves. Ist ja keine Wolle, ne? Wolves of Midgard. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.